Heute zeigen wir euch, was ihr fürs Dog-Scooting braucht. Wir fangen vorne beim Hund an. Der Hund sollte ein Halsband tragen, dass wir, wenn unterwegs irgendwie was ist, wir den Hund aufs Halsband umklicken können. Dann braucht er natürlich ein passendes Zuggeschirr. Es geht weiter zur Zugleine. Wir haben hier eine Full Bungee dran. Das heißt, sie sollte einen integrierten Ruckdämpfer haben. Wir gehen zum Scooter. Dort brauchen wir eine Antenne, die die Zugleine davon abhält, dass sie ins Rad reinfällt, wenn der Hund mal aufhören sollte zu ziehen. Beim Menschen brauchen wir einmal Handschuhe. Falls wir stürzen, ist es einfach ein guter Schutz für die Hände. Aber natürlich schützt er uns auch vor Kälte, weil wir trainieren ja doch bei kälteren Temperaturen. Dann braucht der Mensch einen Helm, eine Brille und, was ganz wichtig ist, sind Schuhe mit gutem Grip, damit ihr nicht gleich runterrutscht vom Trittbrett. Beim Scooter an sich wir haben hier jetzt einen Softschäkel angebracht. Ihr könnt auch einen Panic Snap dran machen oder ihr macht die Leine direkt am Rahmen fest. Das ist so ein bisschen Geschmackssache und hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Der Scooter sollte natürlich gute Bremsen haben. Ansonsten gibt es da mittlerweile eine ganz große Auswahl auf dem Markt und ihr könnt euch auch gerne bei uns beraten lassen, was da sinnvoll ist für euren Einstieg beim Dog-Scooter. Das war's!